Hallo alle zusammen, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Oninaki Blind. Beim letzten Mal sind wir aus dem Tümpel der Verzweiflung entkommen und haben unsere Schwester zur Rede gestellt, denn wir haben in der ganzen Verzweiflung erfahren, dass unsere Schwester Sarah die ganze Zeit die Oni-Priesterin war, die darauf gewartet hat, dass die Verkörperung des Onis in ihr wieder belebt wird. Und deshalb mussten wir dringend aufhalten, dass sie umgebracht wird, weil das das Ende der Welt bedeutet hätte. Sie ist daraufhin in den Thronsaal geflohen und wartet dort auf uns, damit wir mit ihr über die ganze Sache anscheinend nochmal sprechen. Schätze ich mal. Und jetzt haben wir erstmal noch so ein paar NPCs, die in der Nähe waren, die sicherlich interessante Dinge zu erzählen haben. Keine Sorge, wir Soldaten werden uns um die Gefallenen kümmern. Bitte kehrt in eure Häuser zurück und schließt eure Türen ab. Ja, ja. Sag das mal dem gesuchten Mörder. Na, komm zurück. Die Monster können jeden Moment wieder auftauchen. Und wo kommen die nur her? Du Bastard. Näher wirst du niemals an sie herankommen. Bleib zurück. Ich werde nicht zulassen, dass du die Herrscherin auch nur anfasst. Okay, hey Leo. Aus welchem Loch kriechen diese Gefallenen heraus? Mit so etwas haben wir nicht gerechnet. Verflucht seist du, Nachtteufel. Das war die ganze Zeit dein Plan. Wachen. Fangt ihn und werft ihn in den Kerker. Ja, siehst du, wie die sich anstrengen, mich in den Kerker zu werfen. Man, mit den Leuten zu reden, hat sich echt nicht gelohnt. Hey, NPCs in diesem Spiel sind echt verdammt wertlos. Enttäuschend wertlos, dafür, dass es ein Rollenspiel ist. Da habe ich gerne NPCs, mit denen man tatsächlich reden kann, die einem dann tatsächlich halt, ne, irgendwie mal was Sinnvolles erzählen oder so. Aber nein, sowas gibt es hier nicht. Also gehen wir weiter Richtung Palast. Oh, wird sie uns jetzt hier in dem Palast noch Gefallen entgegenschmeißen? Wir haben hier auf jeden Fall noch einen Gefallenen. Hi. Na, kennst du Lord Leo? Natürlich nicht, oder? Er ist so gut aussehend und intelligent. Auf jede Art und Weise perfekt. Ich bin sein größter Fan, weißt du? Ich kann nicht hinübergehen, ohne ihn noch einmal gesehen zu haben. Du solltest mich schnell zu ihm bringen, ansonsten werde ich eine Szene machen müssen. Okay, anscheinend haben wir auf dem letzten Wege noch einmal ein Sidequest mit auf die Strecke bekommen. Von mir aus, Leo ist ja nicht weit entfernt. Von mir aus schleppe ich die mal eben noch zu Leo. Da komme ich zwar gerade erst her. Da hätte ich jetzt natürlich auch ins schnelle Reisen gehen können, aber ich glaube, das ist schneller. Von mir aus, der steht buchstäblich hier. Direkt am Grenzstein. Da hast du deinen Leo. Ah, er ist so charmant. Oh, sieh dir nur mal diese Würde und Anmut an. Meine Augen sind ganz erregt. Wenn ich ihn doch nur auf ewig so betrachten könnte. Aber das wäre gegen die Gesetze. Und es ist gleichbedeutend damit, Lord Leo persönlich zu trotzen. Ich habe gesehen, was ich wollte. Ich gehe jetzt hinüber. Das war simpel. Oh, zwei Universalsteine dafür gekriegt. Sehr schön. Schnelles Reisen, Weltkarte. Dann haben wir, glaube ich, wieder irgendwie 5 Universalsteine oder so. Irgendwie so um den Dreh. Können wir theoretisch tatsächlich mal wieder mit irgendwem was einkaufen gehen. Irgendwem was braucht. Ja, wir haben 5 Universalsteine. Ich meine, wir benutzen bei Aisha so ziemlich am meisten. Weil sie auch so ziemlich die Beste ist, die wir aktuell haben. Also arbeiten wir doch einfach daran weiter. Gucken wir mal, ob wir nicht vielleicht irgendwie auf magische Art und Weise diesen Baum noch vollkriegen. Ich bezweifle es stark. Kritische Chance bei Angriffen zum Aufheben der Verzögerung nach Aktionen erhöht. Der Aufwärtsschlag. Verbundenheit schwindet langsamer. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Dann kaufen wir doch erstmal den Aufwärtsschlag. Aufschlitzangriff nach oben. Lass deinen Dämon in die Luft angreifen. Führe einen Grund- und Folgeangriff aus. Und im Scheinzustand ist die kritische Chance erhöht. Okay. Und der Einblick. Verbundenheit schwindet langsamer. Solange wir sie in der Gruppe haben. Das klingt doch gut. Und damit hast du sogar Rang 7 erreicht. Rangaufstieg des Dämons. Aishas Fertigkeiten werden bei Besessenheit stärker. Nice. Jetzt ist sie noch besser als vorher. Wuhu.
Und dann können wir mal... Oh, was können wir denn dafür austauschen? Den Sturmschlag auf gar keinen Fall. Götterhimmel auch nicht. Schadenblinzeln ist immer noch zum Heilen ganz gut. Einfach nur, um den Aufwärtsschlag auf jeden Fall mal ausprobiert zu haben. Tauschen wir mal. Ich hätte lieben gerne noch ein paar mehr Heilräucherstäbchen. Aber ich schätze, wir müssen mit den Zweien jetzt erstmal klarkommen. Oh. Das ist nicht ganz das, was ich erwartet habe. Naja, eine komplett neue Gegend. Wie schön. Kann ich Pötte kaputt machen? Warum kann ich überhaupt beschwören und so? Ich dürfte das tatsächlich mal tun. Nur so für den Fall. Man weiß ja nie. Vielleicht müssen wir nochmal backtracken, um... Ah ne, hier gibt's normale Gegner. Nevermind. Ja, vielleicht müssen wir nochmal backtracken, um Heilräucherstäbchen zu sammeln oder so. Aber wenn es hier normale Gegner gibt, haben wir zumindest die Chance, dass sie uns welche fallen lassen. Und da haben wir auch schon 4 Stück gekriegt. Sehr schön. Hey, mehr Vögel. Oh, Grundangriff plus plus. Okay, anscheinend haben wir jetzt den Punkt erreicht, wo wir plus plus Sachen gedroppt kriegen. Ja, allerdings haben wir immer noch bellyfloppende Feinde. Oh, Sichtdiebe haben wir hier auch wieder. Uhu. Ich hatte mich tatsächlich dran gewöhnt, nur eine Gegend zu haben, die ich erkunden muss, nicht zwei. Mein Gott, die Viecher haben viel zu große Animationen. Viel zu große Reichweite mit ihren Attacken. Wenn sie uns so weit entfernt noch treffen können. Ist ein bisschen viel. Dann haben wir eine Furcht gekriegt. Das ist, glaube ich, noch komplett neue Waffe. Die Furcht. Na komm, greif an. Danke. Natürlich werden wir von dem mal wieder extrem wenig geheilt. Wenn wir von anderen Gegnern wie 100 Heilungen pro Treffer kriegen, kriegen wir von dem mal wieder nur 17, aus Gründen, die ich nicht verstehe. Wow. Ich würde sagen, komm, greif an, dann tut er das auch. So, da haben wir unsere Sicht wieder. Angriff mit geringer Verbundenheit plus plus. Von denen werden wir leider nur extrem wenig geheilt. Okay, mehr rot leuchtende Waffen. Ein Monolith. Das habe ich auch nochmal eine komplett neue Waffe. Schön, dass wir hier nochmal komplett neue Waffenarten kurz vor, was ich zumindest vermute, kurz vor Ende des Spiels ist. Okay, ich gehe hier doch noch relativ weit rein. Dann holen wir uns auch erstmal unsere Sicht zurück, ne? Sicht. Sehr schön. Da haben wir wieder unsere Sicht. Schleierblindheit. Angriff ist umso mächtiger, je niedriger die LP sinken. Okay, das heißt, Gegner sind gefährlicher, wenn sie kaum noch AP haben. Wir allerdings auch. Das vor allem sollten wir das beachten, wenn wir die großen Gegner haben, die tatsächlich viele HP haben, noch angreifen können, wenn sie kaum noch HP haben. So, jetzt zum Beispiel wäre das Ding wahrscheinlich ziemlich gefährlich, weil kaum noch HP hatte. Aber tot war er halt auch. Götterhimmel ist immer noch eine sehr, sehr nützliche Technik. Solange wir denn den Abstand haben, um sie tatsächlich einzusetzen und drauf gehen. Okay, soweit so gut. Und die Gegner schon mal erledigt. Noch gescoutet, ob da noch mehr sind. Waren aber tatsächlich nicht noch mehr. Oh hey, eine Schatzsuche. Jetzt Seelensteinbeute plus plus. Na, kommt ein bisschen spät. Würde ich am liebsten irgendwo reinschmieden. Aber alle Waffen, die wir aktuell dabei haben, sind halt schon verschmiedet. Von daher kommt das halt jetzt einfach so ein bisschen spät. Hm.
Das hat wehgetan. Okay, aber dafür haben wir jetzt niedrige AP, das heißt, wir machen mehr Schaden. Auf jeden Fall niedrigere HP und machen daher mehr Schaden. Oh, Sonics. So, jetzt die Tatsache, dass wir uns mit Aishas Angriffen heilen, schon fast negativ. Eben auch nur fast. Yay, da haben wir unsere Heilräucherschicht, dann haben wir unseren nächsten Grenzstein. Okay, von mir aus. Habe ich nicht unbedingt mitgerechnet, dass da ein Grenzstein ist. Hm, da müssen wir allerdings auch wieder vollgeheilt worden. So viel zu unserem zusätzlichen Damage. Hey, mehr Schwertsteine. Oh, okay, das hier ist einfach nur ein Rundgang. Auch das habe ich von der Karte her irgendwie anders erwartet. Aber von mir aus. Hey, wir haben einen Lancelot gekriegt. Wie ist eine Lanze? Die Lanze Lancelot. Vielleicht lässt sich der Speer zumindest auf über 100 bringen. Irgendein Speer muss das ja mal tun können. Schließlich gibt es dafür extra einen Quest. Naja, haben wir noch ein neues Schwert gekriegt. Und hier haben wir noch eine neue Axt gekriegt. Nephilim. Okay. Na, von mir aus. Yay, noch eine Stufe hochgekriegt. Und noch eine Furcht bekommen. Ja, noch ein Lancelot. Ich bräuchte dringend außerhalb des Alchemisten irgendwo eine Anzeige, wann der Alchemist eigentlich neue Sachen für uns zur Verfügung hat. Das wäre noch toll. Okay, was hat das Ding denn? Es hat 104 schon als Grunddamage. Es hat also deutlich höheren Schaden, wenn wir es komplett aufwerten würden, als das, was wir aktuell haben. Hat aber auch nur Umlenken plus aktuell drin. Aufrechtes Schwert, das Seelen durchschneiden kann. Ja, wir suchen immer noch nach irgendeiner Waffe, die von jenseits des Meeres kommt. Okay, das ist eine 97er Waffe. Ist auch besser, als das, was wir aktuell schon ausgerüstet haben. Aber hat halt auch nur einen Slot. Das ist auch nicht so richtig super nützlich. Na, dann haben wir auf jeden Fall noch eine neue Axt gerade eben gekriegt. Was macht das Ding denn hier Schönes? 112 Grunddamage. Boah. Na, aus alten Zeiten. Wo ist die Axt, die uns kaputt geht? Geliebte Axt eines himmlischen Helden. Auch immer noch nichts von jenseits des Meeres. Da haben wir nur Enziane gekriegt. Da haben wir noch gar keine neue. Haben wir hier? Hatten wir, glaube ich, auch noch nichts Neues. Ne? Nur die Chimären die ganze Zeit gedroppt gekriegt. Hatten wir hier irgendwann mal? Wir haben noch nur die Uhrmacher. Armbrust der Ewigkeit. Mit der Macht der Momente im Zeitlauf zu ändern. Gabor, wie sieht es bei dir aus? Hast du eine Schutzwahl gekriegt? Schildkanonen, die Schattenenergie absorbiert, in rohe Energie umwandelt. Und das Bollwerk und der Monolith. Schildkanone geschaffen, um jeden Widerstand auf kurze Distanz. Das ist im Malm, kann Gegner zum Taumeln bringen. Na, auch immer noch nichts. Immer Mondlicht. Ist auch nichts Neues. Treis hat auf jeden Fall noch die Furcht dazu gekriegt. Kette der Schattenlosen, geschaffen gegen die gefürchteten Menschen. Der Schwerpunkt liegt ganz und gar auf Offensivkraft. Kommt deshalb auch mit 102 Basisangriff. Mit Zephyr haben wir, glaube ich, auch nichts Neues gekriegt. Okay. Man muss ja ab und an mal schauen. Schließlich haben wir ja noch Sidequests und so. Und an denen arbeiten wir ja. Oh, wollen wir zumindest irgendwann mal arbeiten. Ich hatte nicht mal gesehen, dass du einen Angriff auflädst, Kollege. Das ist nicht okay. So. Bitteschön. Sind leider nicht gekrittet, die guten Götter im Himmel. Ansonsten hätte sie ihn ziemlich sicher einfach instant erledigt. Ich glaube, mit dem Aufschlagsschlag haben wir irgendwie noch keinen Gegner getroffen, der tatsächlich den ursprünglichen Aufwärtsschlag überlebt hat, um danach die zwei Angriffe noch abzukriegen. Sollen wir vielleicht mal gegen den Gegner einsetzen, ob er aushält? Wäre vielleicht mal ein Plan. So, das ist ja schon wieder die Frage, wann hier eigentlich unsere Sicht zu Ende ist.
Da. Okay. Da ist unsere Sicht zu Ende. Müssen wir wohl den nächsten Sichtdieb finden. Der sich direkt hier befindet. Wie praktisch. Was spawnt er denn? Dinos. Ich mag es nicht, wenn die nicht komplett simple Gegner spawnen. Aber so viel zu diesem Portal anscheinend. Naja, da haben wir noch einen Schwertstein für gekriegt. Und noch ein Schwert für Aisha gekriegt. Ein neues High-Level-Schwert. Okay, nehmen wir doch direkt unsere Sicht wieder. Aber nehme ich direkt wieder Feinde vor uns herum. So, hey Sonic, willst du mal nach oben geschlagen werden? Nein, leider ist dieser Angriff komplett ins in die Pinguine reingegangen, obwohl ich auf den Sonic zielen wollte. Wie äußerst nervig. So, hi, ouch. So, und der ist auch erledigt. Könnte ich auch mal wieder wechseln. So viel Spaß ich daran habe, zu versuchen, Aisha irgendwie doch noch auf komplett Max-Level zu kriegen. Sollten wir die anderen nicht komplett vernachlässigen. Nachher haben wir das Problem, dass Aisha doch mal irgendwie mit einem Bosskampf Probleme hat und dann haben wir ein ernsthaftes Problem. Hey, wir haben eine Linie gekriegt. Das ist neu. Ein komplett neuer Waffentyp für Isana. Dann sollten wir entsprechend gleich mal bei nächster Gelegenheit, wenn wir sowieso im Menü sind, überprüfen, ob das eine Waffe von Jenseits des Meeres ist. Schließlich suchen wir sowas immer noch. Hier haben wir in dieser Schatztruhe noch einen Stahl des Weisen. Okay. Also einfach nur für schnelleres Movement. Treis kann halt nur springen und das nicht sonderlich schnell. Isana ist etwas flotter. Schon Vorteil, wenn man blinken kann. Ja, die Sonics sind natürlich umso gefährlicher werden, je weniger HP sie haben. Ich hoffe, dass sie ein bisschen was aushalten. Tun wir aber natürlich auch. Ah, okay. Sperren uns trotzdem mal. Natürlich waren das drei Räucherstäbchen. Warum sollten es auch nicht drei Räucherstäbchen sein? Ah, noch eine Schatztruhe. Mit irgendeinem Stein drin. Gift plus plus, okay. Noch ein Grenzstein und da haben wir das nächste Portal. Dann wollen wir doch hier die Gegner in dem Raum noch erledigt haben. Wie habe ich nur damit gerechnet, dass hier Gegner in dem Raum drin sind? Autsch. So. Dann haben wir noch ein Peridur gekriegt. Vielleicht ist dieser Peridur ja gut. Ich bezweifle es mal, aber man kann ja immer hoffen, dass man eine vernünftige Waffe gedroppt kriegt. Und nicht nur die, die beim Alchemisten zu machen sind, tatsächlich vernünftige Waffen sind. Hust, hust. Hoffen kann man immer. Dass es tatsächlich so ist, ist eine andere Sache. Schauen wir nochmal. Er hat zum Beispiel noch mehr Furcht gekriegt. Das ist zum Beispiel eine gute Furcht. Drei leere Slots. Damit ließe sich schon mal arbeiten, theoretisch. Ja, einen Stahl des Weisen kriegt, hat auch drei Slots. Klingt sich auch nicht so aus, sei der von Jenseits des Meeres. Hier hatten wir auf jeden Fall gerade noch einen neuen Monolithen gekriegt. Boah, mit zwei leeren ist okay. Wir hatten eine Lilie gekriegt, die hat überhaupt keine Schattensteine. Hier rennen die Gedanken, lässt natürlich die Sense. Vereinfacht das Erlangen von der Verbundenheit. Boah, okay, wir rennen sowieso immer mit 200% rum. Hier werden wir noch einen besseren Peridur gekriegt. Boah, der ist aber auch nicht wert. Ah ja, mit dem Lancelot sollten wir zumindest endlich mal auf 100 kommen. Na, 97 Grunddamage. Und hier haben wir Grundangriff plus plus und noch zwei weitere Slots. Das ist zum Beispiel gar nicht schlecht, das Ding. So vom Grundsatz her, das könnte man tatsächlich aufwerten. Und da halt andere Plus-Plus-Fähigkeiten reinpacken. Ich habe ja schon 100 Gegner getötet haben.
Wir testen mal. Man will den Alchemisten noch ausnutzen, während man kann, ne? Ich habe so das Gefühl, dass wir langsam aber sicher Richtung, wirklich Richtung Ende des Spiels gehen. Und dann will ich gute Ausrüstung dabei haben. So, Waffen aufwerten. Fangen wir doch erstmal damit an, dass wir uns endlich mal einen 100er Speer besorgen. Auch wenn wir nicht benutzen werden. So, na, wir sollten zumindest einen von jedem Waffentyp behalten. Für eventuelle Sidequests oder so. Hier kannst du noch diese Chimäre haben. Ich habe also auf Max und kriege tatsächlich 12 Angriff dazu. Und kommt jetzt aber auf 109. Hey, damit haben wir tatsächlich jetzt einen Speer von über 100. Wunderbar. Können wir jetzt schon wieder neue verwandeln? Ja. Hier gibt es Lebenskraft +++ für Max HP. Angriff plus für normal. Und eine Viererlilie. Okay, die wollen wir haben, schätze ich. Dann fangen wir doch mal an mit Sachen, die wir definitiv nicht brauchen, wie diese Faustwaffen. Sind hier irgendwelche guten Fähigkeiten irgendwo zufällig drin? Nicht so aus, ne? Seelensteinbeute plus kann man versuchen, da wieder rauszukriegen. Angriff plus, Grundverbundenheit, kritische Chance plus. Oh, nicht so dolle, ne? Da können wir ruhig mal so ein paar Uhrmacher hier mit reinpacken. Die bringen mir wenigstens viele Punkte. Gute Chimäre hat er gekriegt irgendwann mal. Ah, kann ruhig diese Chimäre haben. Ah, dann kann sie diese Lilie damit reinpacken. Und dann sind wir auch schon bei okay. Zack, damit haben wir eine Lilie mit 4 leeren Slots. Das ist nicht schlecht zu haben. So, dann habe ich gesagt, haben wir hier auf jeden Fall eine Waffe, die wir ausrüsten können wollen. Oh, Grundangriff +++. Jetzt müssen wir natürlich überlegen, natürlich könnten wir jetzt uns hier unten irgendwo, müssen es hier unten sein, ja hier die Seelensteinbeute +++ damit reinpacken. Damit wir die Schwertsteine noch schneller zusammenkriegen. Allerdings hätte ich schon fast lieber eine Waffe, die vernünftig für Bosskämpfe ist. Nah. Möglicherweise. So, damit sollten wir, glaube ich, auch gut genug ausgerüstet sein. Und dann haben wir hier noch die Lilie. Hier können wir auch ruhig mal Grundangriff +++ reinpacken und Fertigkeitsangriff +++ reinpacken. Für unsere Sense. Was haben wir sonst noch an +++-Fähigkeiten schon gekriegt? Gift +++. Boah, wäre wahrscheinlich insgesamt nicht schlecht. Erhöht die Heilung, brauchen wir glaube ich nicht unbedingt. Können wir auch ihr Seelensteinbeute +++ geben. Also Angriff mit geringer Verbundenheit brauchen wir nicht. So, das braucht kein Mensch. Ich sag, Gift +++ wäre natürlich noch was, was wir reinpacken könnten. Ganze Resistenzen ignoriere ich sowieso, wie immer. Grenzüberschreitung plus. Können wir mit ihr noch deutlich über 200% gehen. Ich weiß nicht, ob das halt für, wenn wir dann die Charaktere wechseln, ob das dann noch zählt. Oder ob wir uns die dann jedes Mal neu erarbeiten müssen? Das ist eigentlich eine gute Frage. So, nehmen wir keine +++-Fähigkeiten, weil lassen wir die einfach mal in Ruhe und packen uns stattdessen tatsächlich einfach Gift +++ damit rein, weil warum nicht? Und dann können wir noch die Waffen entsprechend aufwerten, die wir gerade uns zusammengebastelt haben. Kriegst du nur 7 Angriff dazu, aber ist immer noch besser als gar nichts. Zack, 111. Und dann noch die Sense hier. Und da
Schauen wir mal. Das Ding kann da rein. Ja, und ich sogar plus 12, die Sense. Für ganz viele Äxte. Wunderbar. Eine aufgewertete Lilie haben wir damit jetzt auch. Das müssen wir nur noch ausrüsten. Der Enzian wird gegen eine Lilie getauscht. Und das Sai Murasame kommt gegen ein Takenomitama. So. Und dann schnell reisen wir wieder zurück zur Weltkarte. Und schnell reisen dann wieder in die Schattenhalle. Da hinten zu dem großen Portal. Und dann würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle eine kleine Pause und sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir durch das Portal treten und mal schauen, ob wir in diesem Schattenpalast einfach noch neue Etagen kriegen oder ob wir dann tatsächlich schon bei Sara angekommen sind. Werden wir mal sehen. Bis dahin. Aloha.